Sportclub-Profi Jonathan Schmid hat heute in Kehl eines von insgesamt 14 Fairways-Projekten besucht. Bei dem Oldtimer-Restaurateur Riverside Customs legte Schmid selbst Hand an und bereitete mit einer Schleifmaschine die Lackierung einer Seitentür vor. Der Betrieb hat das Ziel, jungen Langzeitarbeitslosen einen ersten Schritt in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Mehr Bilder davon sehen Sie am kommenden Montag hier in dieser Sendung.